Ein knockt. Auf dem Dach! Du kleiner Nutzensohn! Oh. Du kleiner Hurensohn! Ah. Ich schwöre dir bei Gott! Kommst du mir einmal zu nah? Er ist tot. Prezi? Ah ne, warte mal. Wenn ich jetzt diese Drohne hier nehme, dann kann ich hier doch gleich sehen, wo alle Gegner sind, oder? Da oben ist einer? Oh, ich kann den sprengen, ist C4 dran, ne? Warte. Ich häng fest. Nee. Der läuft hier oben hoch, oder? Ich warte jetzt einfach direkt hier vor der Tür. Und wenn die Tür aufgeht... Bumm. Da! Alter. Er hat Erika an. Sehr gut, den ersten habe ich. Wo steckt der zweite? Oh, Alter, das nervt so gar nichts. Kann nur hier sein. Gewonnen! Kann halt überhaupt gar nicht reagieren, wenn das passiert, ne? Guck mal, wie er da schimmelt. Moin zusammen! Also, Warzone 2.0. Ich habe jetzt wirklich etliche Runden spielen können und es gibt tatsächlich Sachen, die ich auch gut an dem Spiel finde. Das Schlimme ist aber, es gibt viel mehr Sachen, die mich an diesem Spiel stören. Wisst ihr, das Ding ist, jede dritte Runde crasht mein Spiel, das ist schon mal schlecht. Und dann meistens, wenn es gerade so richtig gut läuft. In den anderen Runden ist es dann oft so, dass man so schnell down ist, dass man irgendwie quasi wieder von vorne anfangen muss, was auch nicht so gut ist. Ich sag mal so, die Time to Kill für ein Battle Royale ist viel zu hoch. Dazu kommen, wenn man denn mal einen Gegner findet, und das meine ich jetzt echt so, wenn man denn mal einen findet, ist es schon fast so eine 50-50-Geschichte, ob man denn auch gewinnt oder verliert. Ich habe zum Beispiel gestern einen gehabt, der Schildbreak war, also ich habe den Schildbreak geschossen, ich direkt hinter dem hergelaufen bin und obwohl ich volle Platten hatte, den Fight direkt verloren habe. Und zwar in einer Geschwindigkeit, dass ich überhaupt gar nicht mehr reagieren konnte. Also, gute Gunfights gibt es hier kaum. Denn ganz ehrlich, die Time to Kill ist genauso wie im Multiplayer von MW2 jetzt. Wo es aber okay ist, weil man ja direkt respawnt. Dann ist das halt mal so. Dann spielt man eben und dann ist das gut. Das ist einfach sozusagen, hier zählt nicht, wer besser trifft, sondern einfach, wer einen zuerst gesehen hat. Und das merkt man halt auch an diesem Camperverhalten, was jetzt gerade so richtig heftig in diesem ganzen Warzone 2.0 herrscht. Und das ist in 1 ja schon ein Problem. Das andere ist, wie ich schon gesagt habe, die Map ist eindeutig zu groß. Durch die hohe Time to Kill schimmeln fast alle nur noch rum und warten oder versuchen auf diesem Weg irgendwie in die Endzone zu kommen. Und ja, man sieht halt zu 90% niemanden auf der ganzen Karte. Und wenn man denn mal eine Drohne kaufen kann und will, gibt es am Shop keine, weil die Dinger ausverkauft sind. Man ist also über die ganze Map gelaufen zu dem nächsten Job und da ist man dann umsonst hingelaufen oder wird vielleicht sogar noch an dem Job abgecampt, was dann noch blöder ist. Wenn man im Team spielt und einer down gegangen ist, hat man so gut auch wie keine Möglichkeit mehr, eine Rebuy zu starten, weil man nirgendwo Geld findet, außer vielleicht mal in der Tankstelle oder eben, ich nenne das mal, in Downtown, in diesem einen Gebäude, wo die ganzen Kaffee stehen, dass wenn man Vierer mit Randy spielt, also mit Randoms, diese die Runde direkt verlassen, nachdem sie im Gulag verkackt haben, weil sie genau wissen, dass derjenige, der noch am Leben ist, so gut wie keine Möglichkeit hat, den einen oder vielleicht zwei sogar wieder zu kaufen. Die werden diese Runde einfach verlassen und derjenige, der überlebt hat, der ist dann halt alleine im Vierer. Gut ist, dass man einzelne Waffen kaufen kann. Ich finde aber, besser wäre gewesen, wenn die das so gemacht hätten, dass man auch die Möglichkeit hat, ein ganzes Loadout zu kaufen, wo man mit der einzelnen Waffe, die man dann noch dazu kaufen kann, das Loadout ergänzen. Hat man aber nicht so gemacht, sondern man muss, um das Loadout zu bekommen, nach Stronghold hin, was eigentlich eine gute Sache ist. Nur das Ding ist, die werden am Anfang markiert in Rot, die Gebäude, die man dann ja einnehmen muss, wo sein Loadout drin ist, wo dann auch die Bots kommen. Aber wenn man es da nicht zeitig hingeschafft hat, weil das Ding am anderen Ende der Welt ist,
wird einem Stronghold danach auch nicht mehr angezeigt, es sei denn, man befindet sich irgendwo in der Nähe. Ich würde es besser finden, vor allen Dingen, wenn man gerade aus dem Gulag kommt, dass einem auf der Minimap angezeigt wird, wo Stronghold denn irgendwann mal war. So, dann gibt es noch Sachen, die mich richtig stören, aber eher Kleinigkeiten sind, aber mich jedes Mal so dermaßen triggert. Denn die kleinen Medizinschränke kann man ja öffnen. Aber man hängt dann irgendwie in diesem Menü fest, und kann im Zweifel, also unter Beschuss, nicht richtig handeln, weil man dann irgendwie F oder ich versuche dann immer Escape zu drücken, irgendwas schnell drücken, weil ich irgendwas höre oder so. Aber irgendwie sitzt man da dann erstmal fest. Dasselbe mit den Kassen, wo Geld drin ist. Wieso muss man da auswählen, welches Geld man da rausnehmen will? Also 1, 2, 3. Ich meine, es gibt in den Kassen ja nicht verschiedene Items, die man da jetzt auswählen muss. Ja, die zwei Scheine, die nehme ich, die Spritze nehme ich nicht oder so. Sondern, wieso hat man das nicht so gemacht, dass man die Kasse zwar öffnen muss, man muss mit der Kasse interagieren und dann nimmt er das Geld automatisch raus. Beim Medizinschrank, ja, da könnte ja schon zum Beispiel Selfies drin sein und ein paar Stim-Spritzen, aber dass man dann vielleicht nur Selfies haben will. Aber bei der Kasse, wo nur Geld drin ist, da muss man halt nicht extra Menü öffnen oder sowas. Das macht das Spiel halt irgendwie träge, langsam und es macht auch keinen Spaß. Das Ding ist mit den Snipern jetzt, dass sie nicht mehr One-Shot auf den Kopf sind. Meiner Meinung nach sollte man die Hey, ist DMRs ein nicht Sniper im unbedingt Fahrstuhl? One-Shot machen, so wie das früher war. Aber ein großes Snipergewehr, sagen wir mal wie im Warzone Sniper im 1 die Fahrstuhl? AX50, dürfte man wohl sowas wie Der ist ein One-Shot Sniper. verpassen, zumindest auf den Kopf. Aber im Moment ist es so, ganz ehrlich, Wie dumm. steht man unter dem Feuer, unter dem Sturmgewehrfeuer, mit dieser Time to Kill, die wir im Moment haben, Hab ich. verliert der Sniper zu 90%. Nach Schade, dem ganzen Mist. Schlechten will ich jetzt auch mal was Gutes sagen, und zwar der Rucksack ist klasse. Man könnte 5 Gasmasken mitnehmen, man kann 3, 4 Ist er Mal gebaut? Safety Rifle mitnehmen, man kann ein Prezi sowohl auch Cluster mitnehmen. Finde ich alles gut. Gibt es nichts dran auszusetzen, nur dass das Rucksackmenü ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber wenn man das dann irgendwann mal gescheckt hat, kann man damit spielen. Finde ich gut. Naja, Fazit allgemein, eigentlich ist das Spiel spielbar, wenn nicht die ganzen Input-Lags oder das Spiel sowieso Server-Lags hätte. Die ganzen Spiele crasht, also die Death-Error-Dinger, die wir ständig haben, und die Time-to-Kill etwas höher wäre und die Drohne nicht immer ausverkauft wäre, würde das Spiel deutlich besser laufen und auch viel mehr Ja, Spaß machen. genau. Es ist natürlich nicht zu vergleichen mit Warzone 1, wo Und man jetzt 3 Jahre crasht auch noch dran das entwickeln Spiel, ne? konnte. Aber viele Sachen Jetzt jetzt ist die im Scheiße auch Warzone noch so aufgehängt, dass 2.0 ich sind dachte, das einfach ist der gut gemeint, Fehler, aber schlecht gemacht. dass ich ein Oder Taskmanager einfach schreiben zu muss langsam, und der die das ganze Spiel beenden. Spieldynamik einfach ausbremst. Gegner, die sich jetzt kaum noch trauen zu kämpfen und das ganze Spiel aussitzen bis in die Endzone, ist auch irgendwie blöd, weil Jetzt spiele man ich lieber sitzt da noch diesen jetzt, keine Scheiß. Ahnung, wie lange geht eine Runde? 15, 16, 17 Minuten. Es macht einfach keinen Spaß. Leute, trotz der ganzen Fehler habe ich es trotzdem irgendwann geschafft, eine gute Solo-Runde hinzulegen. Deswegen, falls ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, lasst mir gerne oder dem Kanal gerne ein Abo da. Falls euch das Video auch gefällt, auch gerne ein Like. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video und los geht's! Das ist das Gebäude mit Abstand, das leckt schon wieder, mit Abstand am meisten Geld. Das. Ich hab direkt hinter mir einen. Boah, das ist so wichtig gerade. Das. 1, 2, 3. Statt dass er das Geld einfach so rausnimmt, ne? Oh, die nehme ich noch. Guck mal, hier macht jemand einen Tresorauftrag. Ich könnte jetzt auf ihn warten. Oder ich setze hier eine Claymore hin und verpiss mich. Ich muss ja einfach die anderen Kassen noch alle mitnehmen. Und die letzte. Oh, endlich mal ein bisschen Action jetzt. Ich liebe diesen Chat, ne? Aber er ist hier draußen irgendwo. Da hinten. Okay, den habe ich komplett abgeaimt. So, da hinten ist ein Shop und da werde ich jetzt erstmal meine Kohle ausgeben. Gefühlt über die ganze Map gelaufen und einfach keinen gesehen, ne?
Hier oben drauf muss einer sein. Da oben drin vielleicht? Hier ist die Treppe. Ich habe Totenstelle. Und hoch. Hier ist er nicht. Hier oben ist er bestimmt. Hier der Decke. Das Ding ist, er hat sich jetzt selber verraten, weil er eben hier all rumgetrampelt hat. Hätte er einfach nur still gestanden, hätte ich ihn niemals irgendwie gesehen bzw. gehört. Ich habe halt total vergessen, wo der Shop ist, ne? Da oben muss ich hin, da wollte ich eigentlich ursprünglich hin. Hep! So hört mich wenigstens keiner. Das ist halt jetzt extrem gefährlich. Hier könnte halt überall irgendwo einer hocken und ich könnte halt überhaupt gar nichts dagegen mehr machen, weil wer einen zuerst sieht, gewinnt das dann halt auch. Ich habe hier, glaube ich, Glück. Drohne gibt's sogar noch. Nicht ausverkauft! Okay, da ist genau einer oben. Ja? Ja, können wir. Warum nicht? Was? Ja, können wir mitgehen. Hat sie mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber ich glaube, meine Drohne ist gerade weggegangen. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wo der Typ hingelaufen ist. Ich vermute, der wird gleich noch kommen, oder? Da unten geht's ab. Den habe ich. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Rucksack aber auch wirklich mit allem voll. Er hatte nix. Doch, die Drohne. Die nehme ich mit. Fennec. Dass hier direkt auf einer kommt, das war so knapp, ne? Oh, ich habe ihn übersprungen. Das war so knapp. 2 Sekunden später, ich wäre tot gewesen. Oben kann ich gleich wunderbar gucken, ob hier noch jemand reinmoved. In der Zone ausgesehen. Die Spätreinläufer. Ja, da habe ich sauber hinterhergezogen, würde ich sagen. Okay, jetzt habe ich ihn aber. Exakt! Sauber hinterhergezogen, kein Schuss getroffen. Im Moment ist es halt auch interessant, was die anderen so spielen, ne? Er hat aber auch zweimal Selfies gehabt. Ich muss halt irgendwie unendlich weit laufen. Sieht so gar nicht weit aus. Aber das ist richtig weit. Oh, da hinten ist das Ganze. Das ist so weit weg. Das Spiel ist halt auf so langsam gemacht, weil man so schnell stirbt, dass man wirklich so spielen muss, wie ich das hier gerade mache. Weil überall einer sitzen könnte, auf den Dächern oder sowas, und man ist ja halt irgendwie direkt tot. Man hat kaum eine Chance, noch groß irgendwie wegzulaufen. Das, ja. Das Gute ist auch so, hinter mir kommt wohl keiner mehr rein. Ich glaube, ich sitze mich hier hoch. Und dann fliege ich den Rest gleich rein. Hier ist halt auch so gefährlich, ne? So! Und hier mal keine sitzen. Er hat kein Headset auf. Der hätte mich von hier aus so wegaimen können. Aber ich glaube, hier sollte man jetzt nach oben gehen, oder? Da oben ist eine Kiste. Entweder hat man die als Lockvogel stehen lassen. Oder ich werde gleich abgeaimt. Prezi? Ah ne, warte mal. Wenn ich jetzt diese Drohne hier nehme, dann kann ich hier doch gleich sehen, wo alle Gegner sind, oder?
Da oben ist einer. Oh, ich kann den sprengen, ist C4 dran, ne? Warte, warte, warte. Ich häng fest. Nee. Der läuft hier oben hoch, oder? Ich warte jetzt einfach direkt hier vor der Tür. Und wenn die Tür aufgeht... Bumm. Da! Jetzt nehme ich den auch noch mit. Jetzt leben nicht mehr so viele. Nein! Mach mir jetzt nicht diese Runde kaputt. Nee. Ich muss hier weg. Keine Ahnung, wo das herkam. Von oben kam das nicht, oder? Das ist ein enges Ding mit dem Gas, aber ganz oben auf dem Dach habe ich eine Ecke frei. Hoffe ich. Boah, aber sowas von genau. Ich habe hier gute Posi. Ich jetzt gleich nicht gesniped werde. Und viel bewegen kann ich mich hier nicht. Da läuft einer. Schick weg. Geklaut. Okay, die M13 muss ich gleich noch ein bisschen umbauen. Scheiße, ich habe keine Gasmaske. Doch. Er wartet hier! Das war knapp, ja. Ich muss jetzt sehen, dass ich hier irgendwie hochkomme gleich. Oh! Ein HP! Ich habe ein HP! Das ist mir gerade alles viel zu knapp. Ich denke gerade, ich setze den Prezi hier hin. Vielleicht erwische ich noch einen. Ach, viel zu früh gesetzt, ne? Den hätte ich jetzt setzen müssen. Ich muss darüber. Einfach nicht stirbt! Nur noch einer. Da läuft er. Ich sehe ihn kaum. Sehe nicht. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Let's go! Zwölf Kills! Immerhin, das ist wirklich mit Abstand meine beste Runde in Warzone 2.0. Ah! Und das so knapp jedes Mal. Also auf ein HP. Ich kann's selber kaum glauben.